Ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Abenteuer der Limelight. Und es gibt noch eine Neuerung, die wir ab diesem Video integriert haben. Und dazu wird der Glenn ein bisschen was erzählen. Wir haben uns dazu entschieden, uns bei Patreon zu registrieren. Den Link dazu, den findet ihr hier. Na, oder hier. Was ist denn Patreon? Achso. Ja, Patreon ist eine Webseite, bei der ihr unsere, ich sag mal, Fans werden könnt und uns unterstützen könnt. Wir haben uns halt dazu entschieden, einfach um Limelight ein wenig zu pflegen. Um ja, aber warum müssen wir denn die Limelight pflegen? Weil sie alt ist. Ja, also bitte, so alt ist sie jetzt auch nicht. Aber es ist halt eine alte Lady. Und die braucht ja viel Aufmerksamkeit und Zuwendung. Und das geht natürlich auch alles ein wenig ins Geld. Und um das alles ein wenig finanzieren zu können und damit ihr weiterhin schöne Videos gucken könnt, die auf diesem wunderschönen Schiff auch entstehen, haben wir uns dazu entschieden, uns bei Patreon anzumelden. Was kann denn so alles passieren? Unseren Plan, wir haben unser Budget, aber es gibt ja immer wieder Dinge, die einfach so passieren, wo man nicht mit gerechnet hat, die man nicht eingeplant hat. Ja, zum Beispiel? Zum Beispiel, dass einfach bei der hohen Luftfeuchtigkeit die Festplatte kaputt geht. Das hat nicht viel mit der Limelight zu tun. Aber das hat natürlich mit den Videos zu tun, die wir speichern müssen. Und aber bei der Limelight, da kann ja einfach in jeder Zeit alles kaputt gehen. Und da ja auf dem Schiff alles so besonders teuer ist, wie zum Beispiel von einer Luke, wenn du die mal ein bisschen schnell zugemacht hast, weil es angefangen hat zu regnen, brichst du diesen Haltemechanismus ab. Ah. Und dann kostet so ein Ding halt einfach mal $50. Das sind halt ganz viele Kleinigkeiten, ja, die ganz, ganz, ganz viel ins Geld gehen. Oder, wie schon gehabt, unser Dingi löst sich auf, weil die UV-Strahlung zu stark ist. Autopilot oder fällt aus, wie es ja im Moment der Fall ist. Der Autopilot, genau. Es gibt so viele Kleinigkeiten. Der Kompressor vom Kühlschrank geht kaputt. Hoffentlich nicht, weil den habe ich ja erst neu gemacht. Aber aktuell zum Beispiel hat sich unser Großsegel fast verabschiedet. Also wir werden uns jetzt ein neues Großsegel bestellen müssen, um auch heile in dem Südpazifik anzukommen, wenn es hier irgendwann mal losgeht. Das wäre schön. Ja, und was muss man jetzt machen bei Patreon? Wie geht das denn? Man dort, also erstmal drückt ihr ja auf den Link, den wir da für euch bereitgestellt haben. Dann müsst ihr, wenn ihr noch keinen Account erstellt habt, euch einen Account erstellen und dann könnt ihr unser Patron werden. Also wir haben ja verschiedene Level. Ja genau, wir haben vier Level. Und dafür gibt es ein kleines Dankeschön an euch. Lest euch das einfach mal durch, loggt euch einfach bei Patreon ein. Ich glaube, das kann man auch ohne eine Registrierung machen. Ja, also zumindest die Seite aber durchlesen kann man auf jeden Fall ohne Registrierung. Also ihr kommt da über den Link, den ihr hier oben seht oder auch am Ende des Videos. Und wir haben ihn auch unten in die Videobeschreibung noch mit reingeschrieben. Ja, guckt euch das an, wenn es euch gefällt. Wir freuen uns über jeden Patron, über jede Unterstützung, in jeglicher Art und Weise. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr, ohne ein Patron von uns zu sein, unsere Videos weiterschaut. Eine kleine Anmerkung habe ich noch. Es ist immer noch so, dass 85% unserer Zuschauer Nicht-Abonnenten sind. Mhm. Wenn euch unsere Videos gefallen, bitte abonniert sie. Das ist nämlich ganz einfach, oder? Ganz einfach. Wie geht das? Dann drückt auf den Subscribe-Button. Das ist ein roter kleiner Button unterm Video. Oder aufdrücken und dann am besten im Idealfall noch die Glocke aktivieren, weil dann kriegt ihr auch alle 2 Wochen, wenn das neue Video rauskommt, eine Benachrichtigung darüber. Uns würdet ihr damit sehr viel helfen. Ja. Euch kostet das nichts. Ihr habt fast alle ein Google-Konto. Wenn ihr da angemeldet seid und euch auch damit bei YouTube anmeldet, könnt ihr einfach auf Abonnieren drücken. Wir freuen uns, ihr bekommt eine Benachrichtigung, wenn es ein neues Video gibt. Natürlich.
Und jetzt geht's los. Und zwar die Odyssee der Limelight. Eine Irrfahrt von 230 Meilen hinter uns. Schaut's euch einfach an. Es ist. Und leidet mit uns. Leidet. Und jetzt viel Spaß beim Schauen. Endlich fahrt ihr, was? Ja, bitte nicht zurückkommen, nicht zurückkommen. Tschüss, ja. Der ist da. Danke. Ein bisschen Gas, dass das ein bisschen was runterkommt. Ja. Meiner läuft immer besser. Buenaventura. Bye-bye! Dann bitte nächstes Mal eine neue Flagge. Das ist Armutszeugnis für Deutschland. Okay, okay. Das hat noch gefehlt. Jung Glenn, wie ist das nach so langer Zeit? Nach, glaube ich, 4 Monaten. 3,5. Wir haben Hochwasser. Unterm Schiff sind 2,50 Meter. Aber das Schiff läuft bei Vollspeed nur 3,5 Knoten. Wir haben die ersten 4 Meilen hinter uns. Heute am 26. Oktober 2020. Es ist ein Sonntag. Wir wünschen uns immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, nicht zu hohe Wellen, nicht mehr als 25 Knoten Wind, immer eine Fingerbreit rum im Glas, eine zufriedene Crew, funktionierendes Schiff. Genau. Also Prost. Prost, Prost! Rasmus, sei uns wohlgesonnen! Allzeit! Schon ein bisschen künstlich, oder? Ja. Das wird ja wohl das dem Rasmus nicht gefallen. Dann müssen wir dem Rasmus heute Abend noch mal ein Bier geben. So, wir machen einen Schuss rum rein. As pure as it gets. Die erste Nacht auf der Limelight haben wir hinter uns. Ich muss sagen, ich habe nicht so gut geschlafen. Jetzt schauen wir mal, wie das hier vorne bei der Annette ist. Wenn die Annette so geschlafen hat. Gucken wir hier mal so rein. So, hast du auch deine erste Nacht hinter dir? Nee. Ich bin heute Morgen erst gekommen. Und, hast du gut geschlafen? Ja, ich habe gut geschlafen. Es sind nämlich auch die Temperaturen sehr angenehm, ne? Mhm. Wir haben nur noch 24 Grad nachts. Man braucht nur eine Decke. Ja, man braucht überhaupt eine Decke. Vorher waren es immer nur 28 Grad.
Na gut, dann gibt es jetzt gleich dann Frühstück, ne? So, und auch für den Glenn war es die erste Nacht hier auf der Limelight in Panama. Ist das geil auf dem Meer zu schlafen. Oh, also er scheint ganz gut geschlafen zu haben, oder? Er nickt. Naja, das ist, ist noch im falschen Zeitalter, im Zeitalter des Stummfilms. Aber das kann man ja verstehen, wenn man gerade erst die Augen aufmacht. Also wir frühstücken jetzt, ne? So, gleich geht die Sonne auf und wir heben den Anker und fahren Richtung Bula oder vielleicht gleich Richtung Wayne Island. Es war ganz schön schaukelig heute Nacht, aber nicht so, wie es angefangen hat. Und auf geht's in den Sonnenaufgang. Der Glenn, der ist gleich schon im Fieber. Der macht sofort die Angel fertig. Wir haben nämlich gerade schon einen Haufen Fische springen sehen. Auf was gehst du denn heute? Am besten wäre ja ein schöner Thunfisch. Thunfisch? Ja. Ah. Sonst nehme ich auch alles andere, was ich dazu bequemt an die Angel nicht mal mehr gebissen, ey. Nur so leicht oben in die Flosse, in den Kopf rein. Hey, entspann dich. Ja, wie soll er denn das machen? Das sieht aus, fast aus wie eine Forelle, ne? Ja, wie vom Mann. Oh. Der Glenn ist in seinem Element. Vorm Frühstück der erste Fisch. Wir haben festgestellt, eine Königsmakrele. Und die wird jetzt auch gleich filetiert. Und das bei unserem ersten Turn nach 4 Monaten. Genaka gesetzt, 5 Knoten Wind, 3,5 Knoten Fahrt und ein Fisch an der Angel. Und ein Fisch an der Angel. Müsste Strafstoff festsetzen. Das ist ja schon abgewickelt. Ja, er hat alles. Er hat alles abgewickelt. Das ist ja nichts mehr auf der Leine. Ja, zu locker. So, jetzt hoffentlich Reis. Abgerissen, ne? Abgerissen. Oh. Safe mit dem Köder. Ja. Wir brauchen ganz dringend neue Schnur hier drauf. Das ist ja nichts, was der rausziehen kann. Oh, schade. So, kaum neue Schnur auf der Rolle, neuer Köder dran, schon wieder ein Biss. Na, das ist schon ein etwas größerer. Nicht mehr leben bei dem Blut. Mach doch in die Kiemen. 1,3. Ja, 1,3. Und wie lang war er? 58. 58 cm. Guck mal, was der vorher für Balanceübungen aus für ihn. Fall mir nicht ins Fenster, du. Hallo. So, nu? Nee? Bist du weg? Ha ha.
Das wird wohl unser neues Haustier, der bleibt dann hier. Moment, Freund, wie reagierst du da drauf? Ich wollte doch nicht runterschlucken. Hier. Und dann wirkt der so runter. Guck mal kurz den Kopf schon wieder gedacht. Oh, komm. Schau dir das, ja? Nee, das wolltest du ja nicht. Ah. Was gibt es heute? Ceviche à la Mama mit Makrele. Gefangen von Glenn. Eingeholt. Ich wusste selbst nicht mal mehr, was mit dir passiert. Ich habe keine Ahnung, was sie hier treiben, aber es sieht aus, als wären es Fischer. In der kleinen Bucht heute. Du machst ja die Luft sauber. Ei, ei, ei. Was denn da raus, Boss? Und zwei Stück? Gleich. In dieser kleinen Bucht. Was wollt ihr hier? Dann hast du es gleich wieder voll. Wir haben Besuch bekommen in unserer Bucht. Zwei Fischerboote. Wahrscheinlich werden die Meuterer jetzt hier ausgesetzt. Auf jeden Fall ist schon ein Boot zur Insel gerudert und das nächste wird jetzt gerade fertig gemacht. Ja, die haben das Boot vollgeladen. Die haben wahrscheinlich heute frei. So, Probefahrt. Es läuft. Wir sind in den Boden. Wir erkunden die Insel Bona. Da war ich schon mal vor 4 Monaten. Ja, und das hier haben wir jetzt hier entdeckt. Eine alte Förderanlage. Schade, schade, dass wir keine Taschenlampe dabei haben. Kein Feuer oder sonst irgendwas, ne? Nee. Müssen wir morgen nochmal wiederkommen. Ja. Stockgefinster da hinten. Das stimmt. Oder zugemacht. Ich hab davon gesprochen, ey. Vermutlich haben die hier Quarzsand gefördert. Irre, was die hier gebaut haben. Da oben drauf, da war. Boah, der Glenn hat mich gerade so vor dieser Schlange gewarnt. Dann hätten wir nämlich richtig Spaß. Aber die sieht eigentlich nicht giftig aus, ne? Ja, man weiß es nicht. Züngelt auch gar nicht. Sie ist ziemlich entspannt. Ja. Ich guck mal, ob ich woanders lang gehe. Oh ja, die züngelt doch. Ja, sie hat sich auch bewegt, also dass sie lebt, habe ich gesehen. Ja, ja. Zweite Dschungeltour auf Bona. Wir versuchen nach oben zu kommen, aber ich glaube,
Ja, das wird schwer. Der Geländer schwitzt ein bisschen, vielleicht sieht man das, ja? Naja, ist auch ganz schön warm und steil und schwer zu laufen. Na, wo gehen wir denn jetzt lang? Keine Ahnung. So sieht das ja aus. Da beschwert sich schon einer. Irre. Ein Stamm mit drei Wurzeln nach unten. Leider haben wir es nicht geschafft, bis nach oben zu kommen. Aber das lag daran, dass wir zu spät losgelaufen sind. Wir sind jetzt circa 2 Stunden unterwegs und es wird gleich dunkel. Und dann will man da nicht durch den Dschungel laufen. Ich bin soweit. Oh, nee. Das war aber schnell. Das war ja nicht mal 5 Sekunden. Da passieren wir jetzt das Kap Punta Charme. Und da hinten ist die Insel Wayne Island. Da wollen wir hin. Aber das ist hier ein Flachwassergebiet. Und wir folgen den GPS-Koordinaten aus dem Bauhaus-Handbuch und hoffen, dass wir jetzt hier bei Flut gut da hinten hinkommen. Weil es sind schon einige Bereiche, die sind in der Seekarte nur mit 1 Meter Wassertiefe gekennzeichnet. Das ist aber dann Spring-Niedrigwasser. Also sollte das jetzt bei Flut gut funktionieren. Es ist total heiß heute, wir haben nur 4 Knoten Wind, deswegen müssen wir leider auch mit Motor fahren. Da ist wieder ein Fisch an der Angel. Glenn dachte, es ist ein ganz kleiner, aber er spult immer wieder ab. Das, was man da am Rücken vom Glenn sieht, das ist also kein Wasser, sondern das ist Schweiß. Und das bei so einem kleinen Fischchen. Ja, der ist halt nicht ohne. Jetzt kommt rechts die Isla Pan de Azúcar. Da fahren wir noch durch. Die dann da voraus, die lassen wir an Backbord liegen und dahinter geht's dann rüber da zu der flachen Insel Wayne Island. Das ist ganz teuer. Ja, wir sind auf Wayne Island. Das ist hier das John Wayne Island Resort. Das passt zu John Wayne, weil da oben ist auch schon der Geier. Alles verlassen. Jetzt gehört die Insel einem Österreicher. Das sieht man hier ganz gut an diesen Bierdeckeln, die hier kleben. Nämlich alles deutschsprachig. Schauspielerin. Hier sind die einzelnen Räume, benannt nach den Schauspielern.
Schauspielern. Und das ist dann hier die Aussicht. Ach, da kann man schon was ausmachen. Nicht zu Corona-Zeiten. Hier ist die Main Street. Puerto de Niro. Ach nee, Robert de Niro, nicht Puerto. Ah, Leute, ich fühle mich wie John Wayne. Ja. City Bank. Sieht auch fast so aus wie John Wayne, hä? Ja. Ja. Aber guck mal, die gehen sogar noch nach oben, die haben Treppen. Ja. Direkt. Das ist cool. Das ist hier ein alter Filmprojekt. Das ist ja der Hammer. Er spielt da im Sandkasten. Cool. Wie weit man hier, wie das aussieht, wenn man da in die Farbe. Auch wenn es in der Hand geht, ne? Ja. Die ersten Kokosnüsse vom Glenn selbst gepflückt. Hier auf Wine Island. Und die Annette hat Aloe Vera gefunden. Und freut sich auch. Ohne Verletzung. Ohne Verletzung diesmal. Hat geklappt. Und Prost. Wollt ihr duschen oder trinken? Das frische Shirt. Scheiße, egal. Hier ist sogar noch das alte Schachbrett mit Figuren von John Wayne. Ich suche eigentlich sein Domizil, aber ich komme hier nirgendwo durch. Es muss da irgendwo muss sein Haus sein. Aber ich bin einmal um die Insel rum. Es gibt keinen Weg. Alles zugewachsen. Und das in, ich glaube, 10 Jahren. Und da Charme. Schönes Resort, aber total leer, total runtergekommen. Hier so eine Bar mit am Pool. Ja, und jetzt gehen wir mal shoppen in Punta Charme. Da oben sitzt die Annette schon. Da werden wir heute hier Fisch mit Patacones essen. Überfahrt nach Isla Coiba. 28 Knoten Wind und 2 Meter Welle. Macht richtig Laune. Naja, so sind die Meinungen unterschiedlich.
nicht ganz so straff. Ja. Ja, leider ist da oben unsere Segellatte am Lazy Jacket hängen geblieben und eingerissen. Plötzlich angefangen zu schütten. Noch vier aus Eimern. Wir hatten zwischenzeitlich 30 Knoten Wind. Aber jetzt beruhigt es sich langsam wieder. Manchmal kommt ein bisschen Wasser hier runter. Aber wir sind auf Kurs, oder? Oh, ziemlich gut tatsächlich. 200 Grad fliege an. Super. Immer noch 30 Meilen bis Punta Mala. Ja. Ja. Ich sag was? Ja. Wir haben uns anders entschieden. Wir haben den Kurs gewechselt. Wir fahren wieder zurück zu den Perlas. Nach Pedro González. Nach dem letzten Stand, nachdem wir immer schön gekreuzt sind. Hätten wir nur 15 Stunden gebraucht. Gegen an. Und das ist nicht so spaßig. 30 Nass und 30 Knoten Wind. Und jetzt ist die Entscheidung gefallen, wir fahren zurück. Und machen das Ganze dann irgendwann bei schönem Wetter. Ja. Die Annette macht sich fertig für die 15 bis 18 Uhr Wache. Wir haben uns entschieden, 3-Stunden-Rhythmus zu gehen. Und leider, obwohl wir jetzt den Kurs gewechselt haben, regnet es. Und da der Wind natürlich von hinten kommt, regnet schön ins Cockpit rein. Heute lässt sich die Sonne sogar mal sehen. Um dann gleich wieder zu verschwinden. So schön kann Segeln auch sein. Thank you.
Ihr fahrt. Der Limelight ist beendet. Ja. 235 Meilen. Quer durchs panamesische Hoheitsgebiet. Genau. Ah, sind wir wieder jetzt auf Isla Pedro González. Und hier werden wir jetzt ein paar Tage ausruhen. Genau. Und den Wetterbericht wahrscheinlich kann man ein bisschen beobachten, dass wir irgendwann nach Cuiabá kommen. Das ich glaube, das wird nichts mehr. Aber ich möchte das. Wir werden sehen. Lasst euch überraschen. Il a droit pour tout et m'a fait un touch, m'a la voix, m'a l'effet où connaît.